Ein Follower hat mich auf Instagram gefragt, wie man es schafft, auch beim Mountainbiken in der Offseason motiviert zu bleiben. Und das hat mich inspiriert, dieses Video zu machen. Und deswegen gibt es heute für euch 5 Tipps, wie du es schaffst, motiviert zu bleiben, auch in der Offseason. Der allerwichtigste Tipp, um motiviert zu bleiben, ist, dass man sich erstmal generell ein Ziel setzt. Denn ohne Ziel ist man so ein bisschen verloren. Man weiß ja gar nicht, in welche Richtung man gehen soll. Und die Zielsetzung läuft schon bei einigen Leuten nicht so optimal. Ich gebe euch jetzt ein einfaches Beispiel, wie man sich ein gutes Ziel setzen kann. Die einfachste Formel, ein Ziel zu definieren, ist die sogenannte SMART-Formel. Vielleicht hast du das auch schon mal gehört. S-M-A-R-T. 5 Buchstaben. Das S steht für spezifisch. Das bedeutet, das Ziel muss klar und deutlich definiert sein. Ne? Also das soll schon ein spezifisches Ziel sein, so dass du es klar auch benennen kannst. Das M steht für messbar. Das heißt, das Ziel muss auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise messbar sein, damit du auch weißt, wann du das Ziel denn überhaupt erreicht hast. Das A steht für attraktiv. Das heißt, das Ziel muss attraktiv genug sein, dass du sagst, hey, ich gehe auch da bei schlechtem Wetter raus aufs Rad zum Beispiel. Oder ich gehe auch ins Fitnessstudio, wenn ich gar keinen Bock habe. Oder ich setze mich auch an ein YouTube-Video, auch wenn ich total müde bin. Was weiß ich, irgendwas. Es muss auf jeden Fall attraktiv genug sein, dass man den inneren Schweinehund so ein bisschen überwindet. Das R steht für realistisch. Das bedeutet, dein Ziel, was du dir steckst, soll natürlich auch realistisch sein und realistisch zu also erreichbar sein. Wenn es nämlich nicht erreichbar ist, dann hast du das Problem, dass du irgendwann merkst, dass das Ganze nicht so gut funktioniert und nicht so wirklich erreichbar ist und dann verliert man auch die Motivation. Und das letzte Wort bzw. der letzte Buchstabe ist das T von SMART und das bedeutet, das T steht für terminiert. Setz dir ein Datum oder ein Event oder was auch immer, bis wann du das Ziel erreicht hast. Weil wenn du sagst, so, yo, das ist so das Problem bei diesen Neujahreszielen zum Beispiel, wenn du am Anfang des Jahres sagst, yo, ich will jetzt dieses Jahr 5 Kilo abnehmen. 5 Kilo in dem Jahr ist halt wirklich nicht viel. Und dann sagst du ja, im Januar sagst du, ja, boah, ich habe ja noch das ganze Jahr Zeit. Im Februar sagst du, oh, ich habe ja auch noch das ganze Jahr Zeit. Und so zieht sich das dann immer weiter. Der andere kleine Tipp ist, bau dir auch kleine Etappenziele ein, wie du motiviert bleiben kannst. Wir haben jetzt gerade über Zielsetzung allgemein gesprochen, aber es geht ja auch darum, wie schaffst du es motiviert zu bleiben, wenn du dein Ziel erreichen willst. Und da helfen kleine Etappenziele. Denn immer diese kleinen Ziele und kleinen Erfolge, die du erreichst, die sorgen dafür, dass du weiterhin Spaß daran hast, das zu tun, was du tust und dass du das Gefühl hast, du kommst vorwärts. Deswegen Tipp, erstmal Ziel klar definieren und Etappenziele einbauen. Tipp Nummer 2 greift nochmal so ein bisschen das A von attraktiv, der SMART-Formel auf, aber es geht darum, das ein bisschen anders zu formulieren, das für euch vielleicht deutlicher zu machen. Und zwar, was ist euer Warum? Warum macht ihr das? Das Warum muss immer so stark sein, dass ihr es halt schafft, in Aktion zu kommen. Und das Warum ist bei vielen Zielen nicht groß genug. Und dann weißt du auch, das Ziel ist dir vielleicht gar nicht so wichtig. Und was ja auch wieder eine Erkenntnis ist. Es gibt so 2 Typen von Menschen, so von der Motivation her, im Regelfall. Und das sind einmal die Hinzu-Motivierten und die Weg-von-Motivierten. Die Hinzu-Motivierten, die haben ein großes Ziel, da wollen die unbedingt hin. Und das Ziel ist so groß und so toll, dass sie alles tun, um da hinzukommen. Und die brauchen letztendlich nicht so viel Antrieb, weil sie immer dieses Ziel vor Augen haben und das Warum vor Augen haben. Und das hilft denen, einfach vorwärts zu gehen und das Ziel zu erreichen. Die Leute, die von weg zu, die Leute, die weg von motiviert sind, die haben etwas zum Beispiel, nehmen wir mal jemanden, der übergewichtig ist und der Arzt sagt ihm, hey, wenn du weiter so machst, dann hast du irgendwann bald Diabetes. Der Mensch möchte auf keinen Fall krank werden und der hat hier diese Krankheit im Rücken und der läuft die ganze Zeit vorwärts, weil er weg von motiviert ist, weg von der Krankheit. Und vielleicht kannst du dich da irgendwo wiedererkennen, in welchen Typ du so reinfällst und in welche
Bereich du motiviert bist. Vielleicht hilft es dir, das zu wissen und in Zukunft dich so zu motivieren, deinem Typ entsprechend. Besonders jetzt für den Winter, was ist das Problem überhaupt, Mountainbike fahren zu gehen? Warum ist jemand nicht motiviert rauszugehen? Das ist meistens das Wetter. Und dem kann man aber ein bisschen entgegenwirken. Natürlich, erstmal muss man sich generell auf das Ganze einlassen, aber das richtige Equipment, richtige Handschuhe, gute Mountainbike-Schuhe, gute Klamotten, irgendwie so ein Matschanzug oder sowas, das sind Sachen, die nehmen euch so ein bisschen diese Hemmschwelle weg, dass ihr nicht motiviert seid wegen dem schlechten Wetter, weil das schlechte Wetter ist dann gar nicht mehr so ein großes Argument. Und das hilft auf jeden Fall. Das heißt, schafft euch vielleicht Equipment an, die euch das Leben im Winter ein bisschen einfacher machen, wo es nicht so schlimm ist, wenn es regnet und matschig ist. Tipp Nummer 4. Wenn es halt mal gar nicht läuft mit der Motivation, dann lernt vielleicht Dinge rund ums Mountainbiken oder verbessere deine Ausdauer im Fitnessstudio, sodass du am nächsten Tag, sodass du in der nächsten Saison mehr Ausdauer hast. Setz dir auf jeden Fall irgendein Ziel, dass du motiviert bleibst. Und das Hauptziel kann ja immer noch Mountainbiken sein, aber lern Dinge ums Mountainbiken herum oder Dinge, die dich dort weiterbringen. Gleichgewichtsübungen mit so einem Duffyboard oder sowas. Lern Schrauben am Fahrrad. Lern irgendetwas ums Mountainbike herum, was dich vielleicht in der Offseason beschäftigt und dann in der richtigen Bikepark-Saison irgendwie dir dienlich ist. Und Tipp Nummer 5, der letzte Tipp in der Reihe ist, der klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, wie soll ich sagen, der klingt so ein bisschen komisch, abgedroschen, hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber stimmt dennoch. Und zwar ist es der Tipp, liebe das, was du tust, so sehr, dass dir die Umstände komplett egal sind. Ich kann mich noch erinnern an eine Sommerferien, wo ich total krank, das ist jetzt ein ganz, ganz schlechtes Beispiel, Leute, aber ich war total krank und bin ins Training gegangen als Jugendlicher. Und ich kam gerade aus dem Urlaub und ich habe zufällig die Schweinegrippe mitgebracht und habe die halbe Crew angesteckt. Aber mir ging es halt eigentlich wirklich nicht gut, aber was ich damit sagen will, ich wollte immer ins Training gehen und war mir dann auch egal, wie die Umstände sind. So, das ist nicht immer gut, aber in dem Fall, dass es einfach nur schlechtes Wetter ist oder so, finde ich, sollte die Motivation einfach groß genug sein, Mountainbiken weiterzukommen, was zu lernen, und dann brauchst du einfach gar keine Motivation. Und was natürlich auch noch ein großes Thema ist, ist, wenn du einfach es schaffst, dass du keine Disziplin mehr brauchst und keine Motivation mehr, Dinge zu tun, weil es Gewohnheit geworden ist. Und das ist aber ein ganz, ganz anderes Thema, können wir mal gerne drüber sprechen. Schreibt das in die Kommentare, wenn euch das interessiert. Ja, da sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Schreibt mir gerne eure Tipps zum Thema Offseason. Wie motiviert ihr euch, aufs Rad zu gehen? Geht ihr auch vielleicht gar nicht aufs Rad? Was treibt ihr in der Offseason? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao.